Der Everglades-Nationalpark in Florida soll Anfang Mai zu Beginn der Regenzeit besonders stimmungsvoll sein. Das möchten wir gern sehen. Und möglichst auch einige Alligatoren. Hier mischt sich das Meerwasser der Florida Bay mit dem Süßwasser der Everglades. Mangroven sind die einzigen Bäume, die Salz vertragen können und in salzhaltigen Böden Nahrung finden. Manche Mangroven scheiden Salz durch ihre Blätter aus. Andere drosseln die Salzaufnahme schon in den Wurzeln. In schlammigen Böden ist die Sauerstoffversorgung für Pflanzen ein Problem. Mangroven lösen das mit ihren vielen Luftwurzeln. Der Red-Bellied Woodpecker ist einer der lautesten Vögel in den Everglades. Ein geheimnisvoller Ort. Mangroven sind wahre Überlebenskünstler, auch bei Hurricanes. Eines ist für sie aber doch unverzichtbar. Das Wasser muss mindestens 20 Grad warm sein. Jetzt wollen wir ins Innere der Everglades und endlich Alligatoren sehen. Haheyoki ist der Indianername für dieses Gebiet. Das bedeutet River of Grass, Fluss aus Gras. Es ist nicht einfach nur ein riesiges Sumpfgebiet. Es ist ein Fluss, der Shark River, bis zu 80 Kilometer breit und 300 Kilometer lang, meist nur 30 Zentimeter tief. Er fließt extrem langsam, pro Stunde höchstens einen Meter. Aningas sind Schlangenhalsvögel. Da ist schon einer. Der Fisch wird in die Luft geworfen und mit weit geöffneten Rachen ganz und gar verschlungen. Das kann aber manchmal auch bös enden. Eine Romalea. Diese schöne bunte Heuschrecke sehen wir oft. Sie kann nicht fliegen, ist aber giftig. Ein Knochenhecht. Er ist nicht verwandt mit unseren Hechten, aber auch ein Raubfisch.
Blitzschnell kommt er aus dem Hinterhalt und schnappt zu. Da ist unser erster Alligator. Jetzt wird der Regen stärker. Hunderttausend soll es davon in Florida geben. Er hier liegt regungslos im Gras. Wir haben ihn gar nicht gleich entdeckt. Alligatoren werden bis 4 Meter lang und bis 450 Kilo schwer. Sie sind viel weniger gefährlich als Krokodile und werden nur aggressiv, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen. Trotzdem ist Vorsicht geboten. Es gibt immer wieder mal Unfälle. Anhingas haben keine Fettdrüsen zum Schutz der Federn. Deshalb setzen sie sich zum Trocknen mit gespreizten Flügeln in die Bäume. Schon ist unsere kurze Reise zu Ende. Wir sehen die Sonne hinter dem Horizont verschwinden. Und in den Everglades beginnt jetzt das Nachtleben.